Wo kommt der denn her? Alter, womit keiner gerechnet hat, ist, dass ich in seinem Schall ganz easy ein Tor machen kann. Ich nenne es die hinterm grünen Panzer an den Keeper heranschleichmethode. Ich habe mich immer gefragt, warum das Kremlings sind, aber ich glaube, mittlerweile weiß ich warum. Es waren einfach die einzigen, die den Job angenommen haben. So, Herr Kritter, das ist dann das Stadion da hinten. Sagen Sie, was ist das da hinten? Ach, das beachten Sie gar nicht. Da wird nur der Bildschirm für das Publikum getestet. Okay. Unterschreiben Sie einfach hier und dann kann es auch losgehen. Alles klar. Ich weiß noch nicht wer, aber das kriegt irgendjemand zurück. Was du jetzt davon, du dämlicher Gorilla? Ohne dich hätte ich das Jobangebot gar nicht erst wahrgenommen. Dieses Spiel, also Mario Smash Football ist einfach eins der genialsten Mario-Spin-Offs, die ich kenne. Oh mein, lol, Wario hat sich als Eisskulptur bewegt, was? Die haben schon so viel Schwachsinn mit Mario gemacht, was war? Bauarbeiter, Rennfahrer, Künstler, war sogar ein Doktor und der war mal ein Pinball. Er war der Ball. Aber wenn Mario Sport macht, dann war das meistens irgendeine entspannte Runde Golf oder unspektakuläres Tennis, Basketball. Natürlich auch öfter mit Items und irgendwie actionreicher als normale Sportarten. Aber wenn die GameCube am Ende ihrer Laufzeit in einer Art anaphylaktischem Schock steckte, dann war Mario Smash Football die verdammte Adrenalinspritze, okay? Guckt euch Toad an. Habt ihr je Toad so angepisst gesehen? Verglichen mit den anderen ist Super Smash Football einfach das Mortal Kombat, das Crackdown unter den Mario-Sportspielen. Oh shit, das ist Bowser. Ja, übertreib. Ist genau das, was ich meine. Es ist einfach so over the top. Wenn ihr nicht versteht, was ich meine. 2006 hat der Sommer einfach alle mitgerissen ins Fußballfieber. Ich mochte diesen Sport nicht mehr wirklich und ich hab's mir trotzdem geholt. Und wie die Mario-Spin-Offs ja bisher eigentlich mal so harmlos daherkamen, wie würde es da sein, wenn ein Moderator plötzlich ahnungslos so ein Spiel im Pilzkönigreich kommentieren sollte? Es ist ein wunderschöner Tag hier in Wolkenstadt und die Stimmung in der Röhrenarena könnte besser nicht sein. Die Fans jubeln in Erwartung ihrer beiden Mannschaften, die sich heute ein Freundschaftsspiel leisten werden. Unser aller Prinzessin Peach und Super Mario treffen heute ein weiteres Mal aufeinander. Mario etwas sehr energisch in seiner Provokation, aber wer kann es ihm verübeln? Das ist das Zeichen zum Anstoß und das Spiel hat begonnen. Tatsächlich mein erstes Spiel und deswegen auch das... Oh, da haben wir den ersten Körperkontakt. Oh, Peach. Ich bin ein wenig überrascht über die Gewaltbereitschaft, die hier an den Tag gelegt wird. Es ist nur ein Freundschaftsspiel. Es handelt sich nur um ein Freundschaftsspiel, aber der Schiedsrichter hat nicht ganz aufgepasst. Der Keeper hat den Ball und wirft ihn zu einem seiner Teamkameraden. Souveräne Annahme und was... Ich weiß nicht, was gerade passiert. Bananen? Sind das Bananen? Tut mir leid, liebe Zuschauer, ich versuche mal noch zu verstehen, was genau hier passiert. Es ist ein neuer Angriff und... Au! Oh, großer Gott, das tut doch weh! Ich war hier drauf definitiv nicht vorbereitet, aber gut, ich stelle mich drauf ein. Das ist ein Elektrozaun! Der Spielfeldrand ist ein Elektrozaun! Das hat nichts mehr mit dem Sport zu tun, das ist... Natürlich! Bowser? Ist das Bowser? Was soll die Scheiße? Vorsicht! Wie kann das fair sein? Oh Gott! Das gibt's doch nicht! Ah! Es ist nur noch eine Minute zu spielen! Irgendwann muss dieser Wahnsinn doch ein Ende haben! Mario startet seinen letzten Angriff! Und was ist das? Was ist das für eine Kraft? Und er ist drin! Dieser Schuss war unaufhaltsam! Ja, ich glaube, ihr wisst jetzt, worauf ich hinaus wollte. Das Spiel ist hardcore, das schlägt einfach über alle Mario- und Fußballgrenzen. Man hat das Gefühl, heutzutage fehlt sowas einfach. Die haben überhaupt nicht die Eier, einen neuen Ableger davon zu machen, aber ich würde so gern online spielen. Man verliert schnell den Überblick, das gebe ich zu. Oh, wer steht denn da im Weg? Ich sehe nicht mehr, ich habe keinen Überblick. Alles voll mit Ranz. Was ist denn hier los? Wo bin ich überhaupt? An dem freie Bahn gerade. Oh. Die Teufel. Bam! Der geht 100 Meter. Was? Weggegrätscht. Nein! Ja, mach los! Los, mach ihn! Was ist hier los? Ja, genau diese Eskalation, dieses Chaos ist doch super. Und deswegen spielen wir jetzt auch eine Runde. Wir holen uns hier den Champions Cup, den absoluten, die Blume ist echt das lameste von allen Symbolen. Wahre Champions holen sich den Blumencup, okay? Und passend dazu natürlich den absoluten Underdog. Das wird hier eine richtige Aufstiegsstory. Luigi! Damit wir das schnell hinter uns bringen, 2 Minuten. Luigi, Blumenpokal gegen Prinzessin Peach. Also das sollte selbst für dich kein Problem sein. Ich meine, wie soll sonst überhaupt eine Underdog-Story entstehen? Aber gegen Waluigi, da racken wir jetzt richtig. Scheiße, es sind nur noch ein paar Sekunden. Okay. Ich meine natürlich, er ist absichtlich für die Spannung ins Golden Goal getrieben, damit wir jetzt ein leichtes
den Spezialtreffer. Man muss es für das Publikum ja erst noch spannend machen, aber das war wirklich souverän. Und über den anderen W-Mann hier, den brauchen wir doch gar nicht reden. Guck dir seine Nase an. Doch, ich dachte, Bowser kommt immer nur, wenn einer irgendwie hart zurückliegt. Traumpass! Oh mein Gott, ein Fallrückzieher. Oh damn, sowas kann natürlich auch mal reingehen, nice. Ja, ein solides 2-0, da kann man nicht meckern, die Wetteinsätze werden verteilt und Luigi haut hier seine Dance-Moves. Oh, ich weiß noch, wir haben immer diesen Dance-Move auf dem Schulhof so lange getanzt, bis es echt zu viel wurde. Es wurde einfach deutschlandweit verboten, diese Tanzmoves zu machen. Ja, cool, wie es aussieht, führen wir die Tabelle an mit, oh shit, bis zum vierten Platz haben alle dieselbe Punktzahl. Wir müssen mindestens Dritter werden. Mario, macht keinen Scheiß. Es geht um den fucking Blumencup. Da ist jegliche Geschwisterliebe aus dem Fenster. Das ist absolute Rivalität zwischen den beiden. Diese Frames. Das sind immer so einzelne Frames zwischen den Schwenks, die irgendwie gar keinen Zusammenhang haben. Das sieht aus wie bei den Simpsons im Intro. Ey, mach doch keinen Scheiß. 4 Sekunden hat's gedauert. Oh, Alter, ich komme ja gar nicht gegen an. Und dann tanzt hier noch so rum. Ich dachte, Marius war auf dem vierten Platz oder so. Was geht denn ab? Es kann doch nicht sein, dass er mich hier so austänzt. So einfach komplett. Ich habe einfach keine Chance. So, man kann den Ausgleichstreffer leider schon riechen. Und da ist Bowser. Der wird mir auf jeden Fall. Das wird jetzt zur richtigen Underdog-Story. Mit Bowser im Rücken sollten wir das eigentlich ohne Probleme hier. Er hat alle ausgeschaltet. Bowser hat alle ausgeschaltet. Oh mein Gott, da war niemand. Seit wann ist Bowser so? Wenn der Schiri schon nicht existiert, dann schmiert man wenigstens Bowser oder was? Der dritte Platz hätte gereicht für den verdammten Blumencup. Ach so, Peach auf dem ersten Platz. Ja, das ist eindeutig, warum Bowser hier einfach mit dreckigen Mitteln gespielt. Ich wollte ja nicht drauf zurückgreifen, aber ich glaube, es ist Zeit. Ich muss jetzt meine Geheimwaffe. Also ich wollte es ja nicht machen, aber wenn mit so unlauteren Mitteln gespielt wird, dann muss ich mir den Blumencup jetzt einfach mit Donkey Kong und den Birdos holen, weil es sind in meinen Augen einfach die Spezialisten für diesen Move. Donkey Kong kennt sich mit Bananen ja blendend aus und die Birdos haben sich einfach bewährt. Manche Leute halten es vielleicht für einen Exploit, andere wiederum würden sagen, dass es einfach nur dumm und billig ist, aber ich nenne es den Johnny. Oh shit. Da macht er nein! Den yeah! Da macht er den Johnny! Ich sag euch, die Birdos sind, die können das, die haben das richtig drauf. Hier von gerade so der Mittellinie. Dieses Spiel lässt euch erst einen Torschuss ausführen, wenn ihr das gegnerische Feld verlassen habt. Wenn ihr also gerade über die Mittellinie seid, dann brezelt ihr einfach auf das Tor und ihr macht eine rechtwinklige Bananenflanke, die mit 60% reingeht. Zack! Genau so, ich weiß nicht, ob da irgendwas übersehen wurde oder warum. Diffamiert mich ruhig dafür, aber ihr wisst ja nicht, was auf dem Spiel steht. Es geht um den verdammten Blumenpokal, okay? Schritt 1, Gegner ausschalten. Schritt 2, Ballübernahme. Schritt 3, über die Mittellinie und es funktioniert jedes Mal. Holy shit, die Kamera ist explodiert. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe vergessen, dass das geht. Ja, Jungs, ich glaube, uns erwarten eine ganze Menge Linienschüsse in diesem Turnier. Mit 6 Punkten in Führung sollte ich mich vielleicht doch irgendwann anfangen zu schämen. Aber ganz ehrlich, das. Oh, ja, da habe ich mich auch tatsächlich zu früh gefreut. Aber nicht ohne Grund. Es ist schon ein bisschen schäbig, was ich hier mache. Es funktioniert selbst so kurz vorm Schluss. 6 Punkte in Führung, ich habe es gesagt. Oh, was ein Pro-Move. Ich nenne es den völlig beabsichtigten Koopa Shell Rebounds. Verzieh dich. Aus dem Weg. Das ist mein Ball. Kommt hier nicht ran. Ich lasse hier niemanden mehr ran, okay? Ich führe schon mit 5 Punkten. Das kann ich den ganzen Tag so machen. Oh mein Gott, wie lange kann ich das durchziehen? Ist im Weg. Wenn du schon mal gar nicht. Und ich weiß nicht, Zeitspiel. Ich weiß gar nicht, was ich meine. Und schon hat sich das geklärt, wer hier den meisten Skill an den Tag lehrt. Also ich habe wirklich Glanzleistungen erbracht. Das war Skill auf höchstem Level, das ich hier heute dargeboten habe. Aber mal ohne Spaß. Ich glaube, in diesem Video habe ich deutlich gezeigt, warum das eins meiner liebsten Mario-Spin-Offs überhaupt ist. Es ist einfach so drüber. Es ist so genius. Nennt mir ein Spiel, was noch dicker aufträgt als dieses. Ja.
da war ja noch ein zweiter Teil. Gut, der legt dann vielleicht noch eine Schippe drauf, was Savageness angeht. Ich nehm's zurück.